Hallo ihr Lieben, und zwar habe ich mir heute mal gedacht, dass ich ein Video über eins meiner Frettchen mache und will euch ein paar Fakten über den Monte erzählen. Viel Spaß beim Schauen! Monte ist ein Frettchenrüde und wurde am 21. Mai 2015 geboren. Seinen Farbschlag nennt man Silver Harlequin und ist ein Halblanghaar. Er ist kastriert und wiegt aktuell 1690 Gramm. Er ist ein kleiner Faulpelz. Immer wenn ich zu ihm komme, schaut er mich aus seinem Schlafplatz an und will gekrault werden. Nach 2 Minuten steht er auf und möchte spielen. Montes eigentlicher Name ist Montecor. Er wurde nach dem weißen Tiger von Siegfried und Roy benannt. Doch jeder zu Hause nennt ihn als Spitzname Monte. Monte ist der Chef. Er dominiert über Bärchen, ist aber schreckhafter als Bärchen und rennt bei Geräuschen, die er nicht kennt, sofort weg und versteckt sich. Immer wenn ich mit ihm unterwegs bin, möchte er schon nach 5 bis 10 Minuten an meinen Beinen hochklettern, um auf meinen Arm zu sein. Nachdem ich ihn etwas gestreichelt habe, geht er wieder von allein runter und schaut sich die Gegend an. Er bevorzugt Trockenfutter mehr als Frischfleisch. Er frisst sein Fleisch immer sofort auf und bunkern tut er eigentlich immer selten. Monte zwickt einen, um zu sagen, dass er spielen will und kann, wenn er sehr vertieft im Spiel ist, fester zu zwicken. Das macht er aber unbewusst. Ihm fällt es immer auf, wenn ich aufhöre zu spielen und ist danach immer ganz vorsichtig, wenn er wieder anfängt mit mir zu spielen. Monte ist ein richtiger Ausbrecher. Er will immer ausbrechen, egal wo er gerade ist. Sei es im Haus, wenn ich die Tür mit einem Holzbalken absperre, weil er zum Beispiel nicht in die Küche darf, oder sei es draußen, weil ich einen Bereich absperren muss, wo er nicht hin darf. Er versucht alles, was er kann, um einfach da nur rauszukommen. So, meine Lieben, das waren ein paar Fakten über Monte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch mehr Fakten über ihn haben oder wissen wollt, meldet ihr euch einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht sich im nächsten Video.